In Venedig tummeln sich ab heute wieder Filmstars aus der ganzen Welt, darunter auch der US-Regisseur Tim Burton. Er präsentiert am Abend zur Eröffnung der 81. Filmfestspiele seine Kult-Horror-Komödie Beetlejuice, Beetlejuice. 21 Filme konkurrieren in diesem Jahr um den begehrten Goldenen Löwen, einer der bedeutendsten Filmpreise der Welt. Deutschland ist mit 17 Co-Produktionen vertreten. Ankunft der Schauspieler von Beetlejuice, Beetlejuice auf dem Festivalgelände am Lido. Das neue Werk des US-Regisseurs Tim Burton eröffnet die diesjährige Filmbiennale. Eine Neuauflage seiner Horrorkomödie von 1988, damals schon Kultstatus. Das Festival soll unterhalten mit Geschichten aus anderen Welten und Kulturen. Außerdem wurden bewusst Werke ausgewählt, die sich mit den großen aktuellen Herausforderungen von Politik und Gesellschaft beschäftigen. Das zeitgenössische Kino beschäftigt sich konkret mit diesen Problemen. Es spiegeln sich all die täglichen Krisenszenarien, mit denen wir es zu tun haben, im Festival wieder. Die Kriege, der israelisch-palästinensische Konflikt, die Klimakrise, die Rückkehr von Autoritarismus und Faschismus in diversen Ländern. Fans sichern sich bereits am frühen Morgen die besten Plätze am roten Teppich. George Clooney, Brad Pitt, Lady Gaga und Joaquin Phoenix, die Top-Namen der internationalen Filmbranche, werden erwartet. Die großen Festivals Venedig und Cannes laufen ein wenig Gefahr, nur noch ein Teppich zum Fotografieren für schöne Bilder zu sein. Aber es ist auch wichtig, dass die Qualität der Filme stimmt. Die Kulisse stimmt auf jeden Fall. Die Lagunenstadt putzt sich raus. In den nächsten 10 Tagen buhlen 21 Filme um den begehrten Goldenen Löwen von Venedig.